Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir mal eine Wette und zwar schuldet ihr mir gleich einen Daumen nach oben auf dieses Video, wenn ich es schaffe, euch mindestens einmal zu verwirren. Dafür habe ich dir vor dem Haupttrick sogar noch ein Kartenspiel mitgebracht. Und ich würde dich gleich bitten, dir irgendeine Karte zu merken, Hauptsache nicht die Karte hier vorne, okay? Okay, ich hoffe, du hast dir eine Karte gemerkt. Nun werde ich versuchen, deine Karte zu empfangen. Ich würde darauf tippen, dass deine Karte eher eine rote Karte ist, ja? Es ist auf jeden Fall eine Zahlenkarte, aber den genauen Wert könnte ich jetzt nicht bestimmen. Aber ich habe heute Morgen in meiner Hosentasche genau eine Karte bereitgelegt. Und das ist die Herz 10. Hast du dir vielleicht die Herz 10 gemerkt? Nun, wenn ich es geschafft haben sollte, dich jetzt schon zu verwirren, dann lass mich das doch gerne oben in der Infokarte wissen. Und dann kommen wir jetzt zum Haupttrick. Für den Haupttrick habe ich dir ein Seil mitgebracht. Nun, dieses Seil hat ein paar Geheimnisse. Du siehst hier, eigentlich sieht es ganz normal aus, mit einer Mitte und zwei Enden. So wie man das von einem handelsüblichen Seil kennt eben. Aber wenn man einmal pustet oder schnippt, dann hat das Seil auf einmal zwei Mitten. Ja, zwei Mitten und zwei Enden. Das gehört sich so für ein Seil nicht. Aber das Seil ist manchmal einfach so. Und es gibt ein paar Tage, da hat das Seil einfach zwei Mitten und zwei Enden. Wenn das noch nicht verwirrend genug war, dann pusten wir einfach nochmal. Und das Seil hat auf einmal eins, zwei, drei Enden. Drei Enden, fragt man sich. Ja, das kann eigentlich auch nicht sein, oder? Drei Enden sieht man normalerweise nur in einem Teich, aber nicht bei einem Seil. Weil ein Seil hat normalerweise immer zwei Enden. Noch kurioser wird es dann, wenn man nochmal pustet und das Seil auf einmal immer noch drei Enden, aber wieder zwei Mitten hat. Eins, zwei. Das ist dann wirklich sehr komisch. Und zum Abschluss kann das Seil manchmal sogar eins, zwei, drei, vier Enden haben. Vier Enden und eine Mitte. Dieses Seil ist wirklich sehr komisch, aber eigentlich kann ich dir versichern, dass du keine Halluzinationen hast. Oder hast du dir alles nur eingebildet? Wenn ich es jetzt geschafft habe, dich ein zweites Mal zu verwirren, dann stimm doch auch gerne jetzt wieder da oben ab. Nun, ich denke doch mal, dass ich dich mindestens mit einer Sache verwirrt habe. Also gib mir auf jeden Fall den Daumen nach oben, abonniere mich unbedingt, falls du es noch nicht getan hast. Und sonst würde ich sagen, bis nächste Woche Samstag zu einem neuen Video meiner Serie Giftkarten Gimmix & Co. Da beschäftigen wir uns dann mal mit der Double-Back-Karte. Hab bis dahin eine schöne Zeit und ciao.